Was tun, wenn dein Telefon nass wird? Nein! Ach, das haben wir alle schon mal durchgemacht. In den Pool gesprungen, ohne daran zu denken, das Handy aus der Tasche zu nehmen. Ups. Geschirr spülen und das Telefon in die Spüle mit Seifenwasser fallen lassen. Ah! Ohne Regenschirm im Regen. Oh Mann. Wasser ist der schlimmste Feind des Telefons und kann all deine Bilder und gespeicherten Daten löschen. Was kannst du tun, um diese Tragödie zu vermeiden? Entspann dich. Wir haben hier auf der Sonnenseite eine Liste mit Maßnahmen parat, mit denen du dein Telefon retten kannst. Es besteht eine gute Chance, dass du dein ertrunkenes Telefon wiederbelebst. Ohne Mund-zu-Mund-Beatmung. Nummer 1. Nimm es sofort aus der Flüssigkeit. Okay, das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht. Aber falls nicht, schnapp dir sofort dein Handy. Je länger dein Telefon mit dem Wasser Kontakt hat, desto mehr Wasser gelangt in das Gehäuse und beschädigt die internen Komponenten. Je früher du es herausfischst, desto besser. Du flippst aus in der Sekunde, in der dein Smartphone das Wasser berührt. Du befürchtest, dass es kaputt gegangen ist, aber das ist nicht der Fall. Einige Faktoren bestimmen, wie viel Schaden ein Wasserkontakt deinem Telefon zufügt. Wenn das Wasser zum Beispiel besonders sauber ist, kann das zu weniger Schaden führen. Klares Wasser verursacht weniger Schaden. Salzwasser ist besonders heftig für dein Smartphone. Eine hohe Salz- oder Zuckerkonzentration im Wasser, wie ein Glas Limonade, schadet deinem Telefon mehr. Es kommt noch schlimmer. Wenn Salz oder Zucker in deinem Telefon eingeschlossen werden, werden die Komponenten durch Korrosion beschädigt. Nummer 2. Schalte es aus. Dein Telefon wird sich wahrscheinlich selbst ausschalten, sobald es in Flüssigkeit fällt. Wenn nicht, schalte es sofort aus. Wenn die Stromversorgung eingeschaltet bleibt, besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, wodurch die internen Mechanismen beschädigt werden könnten. Wenn das Telefon schläft, lass es schlafen. Sollte der Netzschalter nicht funktionieren oder es dauert zu lange, nimm den Akku raus, um es auszuschalten. Apropos. Nummer 3. Entferne die Batterie. Wenn du ein iPhone oder ein anderes Telefon hast, bei dem der Akku nicht rausgeht, dann überspring diesen Schritt. Aber falls du den Akku rausnehmen kannst, tu das sofort. Durch Entfernen der Stromversorgung wird verhindert, dass das Telefon frittiert wird. Angst vor einem Schock? Handy-Akkus haben normalerweise nicht genügend Strom, um dich zu verletzen. Die meisten Elektroschocks bei der Verbraucherelektronik entstehen durch überlastete Steckdosen, ausgefranste Kabel oder schlechte Verkabelung, aber nicht mit den Geräten selbst. Was auch immer du tust, schließ dein Telefon nicht an, während es nass ist. Der Strom der Steckdose ist stärker als der Telefonakku. Nicht nur, dass du mit dem Einstecken das feuchte Telefon sicher zerstören würdest, auch könntest du über die Steckdose einen Schock bekommen oder ein Feuer entfachen. Wenn du dir wirklich wegen eines Elektroschocks Sorgen machst, benutze lieber Gummihandschuhe. Nummer 4. Entferne die SIM-Karte, Speicherkarte und alle Peripheriegeräte. Leere dein Telefon. Nimm die SIM-Karte und die Speicherkarte raus, wenn du das kannst. Ein iPhone erlaubt dir nur, die SIM-Karte zu entfernen? Also, dann tu das. Zieh die Kopfhörer ab. Entferne alle Abdeckungen und Stecker, die den Ladeanschluss, Kopfhöreranschluss oder eine Lücke abdecken. Dort kann nämlich Feuchtigkeit ins Innere gelangen und Schaden anrichten. Einige dieser Peripheriegeräte müssen möglicherweise ebenfalls getrocknet werden. Es ist weniger wahrscheinlich, dass sie so viel Wasserschaden wie dein Telefon erleiden, weil ihre Elektronik normalerweise weniger komplex ist. Wahrscheinlich werden deine Kopfhörer weiterhin gut sein. Trockne sie mit einem Handtuch ab, entferne die Ohrstücke, schüttel die Feuchtigkeit raus und lass sie für 48 Stunden selbst trocknen. Bei der SIM-Karte ist es unwahrscheinlich, dass eine kurze Befeuchtung die Karte beschädigt. Trockne sie ab, lass sie über Nacht auf einem Papiertuch liegen und Geduld. Das gleiche gilt für die Speicherkarte. Das Beste, was du tun kannst, ist, es aus dem Wasser zu nehmen und es einfach trocknen zu lassen. Nummer 5. Trockne das Telefon mit einem Handtuch oder Mikrofasertuch. Trockne dein Telefon vorsichtig mit einem Tuch oder Mikrofasertuch, nicht mit Papier. Denn da könnten sich Partikel lösen und die Anschlüsse des Telefons verstopfen. So trocknest du das Telefon von außen, aber was ist, wenn Feuchtigkeit eingedrungen ist? Jetzt ist es Zeit, kreativ zu werden. Nummer 6. Finger weg von Backofen, Haartrockner oder Mikrowelle. Du hast keine Lust auf eine riesige Explosion? Also, dann leg dein Telefon nicht in den Ofen oder in die Mikrowelle. Es sei denn, du möchtest da einen elektrischen Höllensturm verursachen, der dein Telefon samt Küche zerstört.
Es gibt einen Grund, warum kein Metall bei der Mikrowellenstrahlung eingesetzt wird. Das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht und hättest deswegen Folgendes benutzt. Dein Haartrockner. Einige Leute schwören auf den Föhn, um Feuchtigkeit im Telefon zu verdampfen. Aber Vorsicht! Die Wärme, die von einem Haartrockner erzeugt wird, kann zu erheblichen Schäden an den internen Komponenten deines Telefons führen. Die Feuchtigkeit im Innern des Telefons verdunsten zu lassen, wird sie nur noch mehr im Innern verteilen. Versuche also was anderes. Nummer 7. Schüttel dein Smartphone trocken. Das Schütteln deines Telefons kann helfen, lästige Tröpfchen Feuchtigkeit aus dem Innern des Telefons loszuwerden. Achte aber darauf, das Telefon nicht fallen zu lassen, während du das machst. Logo. Das wird jedoch nicht genug sein, um dein Telefon zu trocknen. Mit dem Schütteln tropft die Oberflächenfeuchtigkeit ab, aber es kann noch Feuchtigkeit drinnen sein. Die musst du natürlich loswerden. Bevor du das Telefon wieder einschaltest, musst du noch mehr machen. Nummer 8. Leg das Telefon in einen Vakuumbeutel. Sauge das Wasser aus deinem Telefon, vor allem an schwer zugänglichen Stellen. Leider bist du in keinem wissenschaftlichen Labor und du hast wahrscheinlich keine Vakuumröhre, oder? Aber versuch das. Leg das Telefon in eine Plastiktüte und sauge die Luft mit einem Staubsauger heraus. Ja, hoffentlich wird das die Flüssigkeit aus dem Innern des Telefons heraussaugen. Nummer 9. Leg es in eine Schüssel mit Reis oder einem anderen saugfähigen Material. Ja, das klingt nach einem Mythos, aber es ist zu 100% wahr. Da du die internen Teile des Telefons nicht von Hand trocknen kannst, brauchst du etwas, das die Feuchtigkeit aus dem Telefon zieht. Ungekochter Reis ist von Natur aus saugfähig und Wasser kann quasi direkt aus dem Telefon in den Reis fließen. Leg das Telefon und alle seine Teile in eine Schüssel oder ein Glas gefüllt mit Reis und lass es mindestens 48 Stunden dort liegen. Oder länger, wenn du nicht sicher bist, ob es wirklich trocken ist. Ein anderes Material, das speziell dafür entwickelt wurde, um Dinge trocken zu halten, ist ein Silikagel. Das sind diese kleinen Päckchen mit den Mini-Kügelchen drin, die du in Vitamindosen oder Schuhkartons findest. Pack dein Telefon in ein paar dieser Päckchen und zack, das könnte schon der Trick sein. Vorsicht, reiß sie nicht auf. Vor allem iss sie nicht. Wir alle wissen, dass Salzwasser absorbiert, aber verwende kein Salz für diesen Zweck. Eine Salzlösung zersetzt die Komponenten deines Telefons. Sand funktioniert auch, aber die Körner könnten so fein sein, dass sie durch die kleinen Öffnungen deines Telefons gelangen und nur noch mehr Schaden verursachen. Du kannst auch Katzenstreu verwenden, aber nur den unbenutzten. Nummer 10. Reinige das Telefon mit Alkohol. Wenn dein Telefon in etwas anderes als Wasser fällt, zum Beispiel Schlamm, Kaffee, Limonade, Saft oder Spaghetti-Soße, musst du möglicherweise eine manuelle Reinigung durchführen, wenn du wieder die volle Funktionsfähigkeit deines Handys willst. Also zerleg das Telefon und wische es mit Isopropylalkohol oder Alkohol ab. Du kannst auch versuchen, dein Telefon in reinen Getreidealkohol einzutauchen, der Verunreinigungen entfernt und die Feuchtigkeit absorbiert, die dann anschließend verdunstet. Wenn du dein Telefon in ein Alkoholbad legst, lass es mindestens 48 Stunden lang trocknen. Nummer 11. Bewahr dein Telefon an einem trockenen Ort auf. Das scheint natürlich wieder offensichtlich, aber das Letzte, was du jetzt willst, ist, dass dein Telefon während des Trocknens feuchter wird. Lass dein Telefon nicht am Wasser liegen, andernfalls kann es wieder zu einem Unfall kommen. Verwahr das Telefon nicht in einem Glas direkt neben dem Waschbecken oder der Waschmaschine, wo eben Unfälle passieren können. Leg es in einen Schrank oder ein Zimmer ohne Waschbecken und Fenster. Wenn das Glas einen Deckel hat, setz den Deckel drauf. Logo. Nummer 12. Warte. Telefone brauchen Zeit zum Trocknen. Auch wenn du es in ein saugfähiges Material einlegst, musst du warten. Gib deinem Telefon Zeit zum Trocknen, bevor du es wieder verwendest. Wenn nur ein einziges Wasserpartikel im Telefon verbleibt, kann es beim Einschalten zu erheblichen Schäden führen. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig, deinem Telefon mindestens 2 Tage zum Trocknen zu geben. Du wirst vorübergehend ohne Telefon leben müssen. Tja, was tun? Hey, lies ein Buch, geh nach draußen, fang etwas Arbeit an, die du schon ewig vor dir hergeschoben hast. Geh mit Freunden raus, mach dir aber klar, dass sie dich gerade nicht anschreiben können. Erzähl Witze drüber, dass du kein Telefon hast. Dadurch fühlst du dich besser und es lenkt dich von deiner Sorge ab. Nummer 13. Während du wartest, überprüf die Garantie.
Ein Wasserschaden wird von der Garantie der meisten Mobiltelefone nicht abgedeckt. Zu schwierig ist es für den Hersteller, sowas einzuplanen. Es ist jedoch möglich, dass deine Garantie über einen Drittanbieter läuft. Ja. Sie können versehentliches Verschütten oder Untertauchen abdecken. Wenn das der Fall ist, reich sofort den Versicherungsbericht ein, auch wenn das Telefon anscheinend funktioniert, weil sich der Schaden erst später zeigen könnte. Nummer 14. Schalt es ein und drück die Daumen. Sobald du sicher bist, dass dein Telefon trocken ist, kannst du es wieder anschließen und versuchen, es einzuschalten. Wenn es angeht, bist du im Geschäft. Wenn nicht, es ist wahrscheinlich geröstet und wird nie wieder zurückkommen. Oh nein. Wir wollen es dir nicht schönreden. Wasser kann deinem Telefon katastrophalen Schaden zufügen. Selbst wenn es angeht, funktioniert es vielleicht nie mehr wie vorher. Wasserschäden können dazu führen, dass Loops neu gestartet werden. Wenn dein Telefon versucht hochzufahren, einen bestimmten Prozess nicht besteht und wieder neu startet. Anhaltendes Einfrieren, verzerrte Bilder oder fehlerhafte Prozesse. Aber wir von der Sonnenseite sind sehr optimistisch und hoffen auf ein positives Ergebnis. Wenn du alles hier Aufgeführte und in deiner Macht Stehende getan hast, um dein Telefon zu retten, besteht die Möglichkeit, dass es wieder funktioniert. Wir glauben an dich. Und hast du es geschafft, dein Telefon nach seinem kleinen Bad zu retten? Kam es wieder zurück? Fehlfunktionen in irgendeiner Weise? Erzähl uns davon in den Kommentaren. Vergiss nicht, den Like-Button zu drücken und uns zu abonnieren, damit du für immer bei uns auf der Sonnenseite bleibst. Wir sehen uns.